S-Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt: Ich bin ein knallharter Egoist und möchte folglich mit Egomanen reden. Mit sehr narzisstisch veranlagten Menschen. Leute, die sagen, ich bin mir der Nächste. Und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und das ist auch gut so. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die, ja, ich sag mal, Opfer von Egoisten sind, die vielleicht Egoisten so an ihrer Seite haben. Vielleicht sogar in einer Beziehung sind mit einem Egoisten und ja, darunter auch sehr leiden. 0800 220 5050, die Telefonnummer und meine Mailadresse domian@wdr.de. Wir sind übrigens im Moment ausschließlich hier im Radio bei 1Live und in circa 14 Minuten werde ich dann auch noch das Fernsehpublikum begrüßen. So, jetzt begrüße ich erstmal Andreas und Andreas ist 40 Jahre alt. Hallo Andreas. Hallo Domian. Ja, du bist 40 Jahre, sagte ich. Sagte ich schon, ne? Ja. Bitte? Ich sagte, du bist 40. Ja. Ja. Genau. Du hast dich gemeldet zum Thema, ich bin ein knallharter Egoist. Bist du's? Nö, eigentlich nicht. Ach so. Eigentlich mein ehemaliger Chef, ach so, wo ich gearbeitet habe. Ja, das war ein Pflegedienst gewesen. Ja. Und der hat eigentlich nur eigentlich an sich gedacht. Ja, der hat ist zum Beispiel zu den Patienten gefahren, ja, hat sich angetragen, ja, und hat überhaupt nichts gemacht, ja. Mhm. Hat eigentlich nur an sich gedacht, ja, wie komme ich das Beste weg, ja. War der auch egoistisch in seiner Arbeit insofern, dass er Leute, pflegebedürftige Menschen vernachlässigt hat? Ja, die Wohnung verträgt, ja, zum Beispiel. Ah, das heißt, er hat sich nicht um die Pflege gekümmert, ja. Also nur kassiert und nichts getan, ja, klar, quasi. Hat gesagt dann, ach, das kann der Nächste machen, wenn der kommt, ja. Ja. Wo angeteilt ist zum Pflegedienst. Und das war dein Chef, dem warst du unterstellt? Ja, genau. Wie hast du dich dem gegenüber verhalten? Ich habe zwar versucht, mit ihm zu reden, ja, aber das ist irgendwie alles so hingenommen worden, aber es ist nie was gemacht, dagegen, ja. Wie viele Jahre warst du bei ihm? Ich war 4 Jahre bei ihm. 4 Jahre? Ja. Mhm. Haben das andere Leute auch gemerkt, außer dir, dass er so drauf ist? Ja, klar. Die Nachbarn zum Beispiel von ihm. Mhm. Also wo er wohnt, die haben dann gesagt, ich habe den dann zum Beispiel mittags um 3 Uhr da getroffen, ja, also auf dem Dorf, wo der wohnt, Kaff, sage ich mal, ja, habe ich dann gesagt, ach ja, guten Morgen, ja, und ja, war ja also eigentlich schon ziemlich krass, ja, der hat ihn wirklich die Leute vernachlässigt, ja. Haben sich denn die pflegebedürftigen Menschen oder die Angehörigen, haben die sich nicht beschwert darüber? Die haben sich auch beschwert, ja, zum Teil die Angehörigen, ja. Ja, welche Konsequenzen sind dann daraus gezogen worden? Ist er geflogen? Nee, der hat also bis heute noch den Pflegedienst, der besteht immer noch, ja. Aha, ja. Und ich bin jetzt beim anderen Pflegedienst beschäftigt und da ist eigentlich alles okay soweit, ja. Bist du dort weggegangen aus diesem Grunde? Weil nee, ich wurde gekündigt auch von einem Egoisten, der wurde halt, also dann angefangen hat, ja, vor 3-4 Monaten, ja, der hat mich dann also fristlos gekündigt, ja. Hm. Weil ich angeblich Patient privat versorgt habe und schwarz abgerechnet habe. Ja. So, jetzt bist du konfrontiert worden mit, was aber ein böser Vorwurf war, was nicht stimmte. Ja, mhm. Nee. Jetzt bist du konfrontiert worden mit solchen Menschen und da hört der Spaß ja dann wirklich auf, wenn hilfsbedürftige Leute so darunter leiden. Ja. Wie begegnest du jetzt auch nach diesen Erfahrungen, wie begegnest du solchen Leuten? Ich meine, die trifft man ja immer wieder. Ja, also ich merke das ja dann gleich, ja. Sagst du was oder sagst du, okay, das gehört zum Leben, sowas gibt's halt? Nee, ich habe jetzt zum Beispiel, also bei dem Pflegedienst, da wo ich jetzt arbeite, ja, hm, zum Beispiel eine Mitarbeiterin erlernt, ja, hm, und da habe ich dann gleich gesagt, nee, also auf die Tour nicht, ja. Ja. Das kann ich, also ich will das auch nicht mehr und ich kann das mit meinem Gewissen auch nicht vereinbaren, ja, ja, dass irgendwelche Leute, ja, in der Pflege arbeiten, ja. Und genau, das finde ich auch sehr richtig. Und gerade in deinem Beruf finde ich das super wichtig, dass es Leute gibt wie du, die da ein Auge drauf haben.
Weil das sind ja nur die Schwächsten, auf denen das dann ausgetragen wird, ne? Der Egoismus. Ja. Andreas, danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute in deinem so wichtigen Job. Ja, das geht jetzt alles soweit ganz gut. Ja, alles Liebe. Tschüss. Dann schönen Abend. Ja. Jo, danke, tschüss. Ciao. Unser Thema, ihr Lieben, heißt: Ich bin ein knallharter Egoist. Und ich bin sehr gespannt, ob Gerda das ist. 60 Jahre alt, hallo Gerda. Gerda hat aufgelegt. Oder die Leitung ist weggebrochen. Dann frage ich mal die Nicole, die ist 23 Jahre alt. Oh, die Leitung ist auch weggebrochen. Jetzt habe ich aber die bösen Befürchtungen, dass das hier an unserem System liegt. Versuchen wir mal die nächste Leitung. Hallo Sandra. Ja. Ja, du bist da. Ja, ich bin da. Ich bin beruhigt. Ich dachte schon, unser PC wäre mal wieder abgeschmiert. Nee, ich bin da. Du bist da. Sandra, 18 Jahre alt. Genau. Hat sich auch gemeldet zum Thema: Ich bin ein knallharter Egoist. Ja, ich bin kein Egoist, sondern mein Stiefvater. Ich bin ein Opfer. Du bist ein Opfer. Inwiefern, genau. Inwiefern ist dein Stiefvater ein knallharter Egoist? Ja, also ich würde mal so sagen, in dem Sinne, dass... Habe ich jetzt schon mit Ihnen gesprochen oder sind Sie schon wieder jemand anderes? Ja. Das ist jetzt sehr spaßig. Ich bin ich, weißt du? Du bist doch auch du, ne, oder? Ich bin ich und Sie sind Sie. Ich bin Sie, ja. Ich bin nicht Sie, sondern ich bin ich. Aber du kannst auch du zu mir sagen. Ich sage ja auch du zu dir. Ich bin der Domian aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Sind Sie schon Domian? Ja, ich bin es. Leibhaftig. Hallo Domian. Ja. Das freut mich jetzt ja voll. Ja, ich bin es tatsächlich, Sandra. Aber erzähl mal. Ja, nee, das war so, dass dann habe ich Ihnen das ja noch gar nicht erzählt. Nein, ich weiß noch überhaupt gar nichts. Also das war nämlich so, also ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ja. Und mit 10, also ich 10 war, ist meine Mutter verstorben. Und dann hatte sie, es war halt mein Stiefvater da, der hat dann das Sorgerecht für mich übernommen. Ja. Dann fing das an, dass er immer in die Kneipe gegangen ist und so. Also hat sich da echt voll getrunken. Ich würde auch schon mal sagen, Alkoholiker. So, und dann habe ich mich mit dem Alter halt auch mal gesorgt, wo man nie nach Hause gekommen ist und so. Und dann ist er nachts halt immer sehr spät gekommen. Mhm. Hat mir auch sehr Sorgen gemacht. Das hat ihn nie interessiert. Mhm. Und ich habe auch nie verstanden, warum. Und dann ging das nachher so, weil ich dann 14, 15 war, ist er immer noch in die Kneipe gegangen. Mhm. Dann hat er auch neu geheiratet. Mhm. Dann war in der Woche, hat er halt immer lange gearbeitet. Da habe ich ihn auch nie gesehen. Am Wochenende war er immer bei seiner Frau. Und es hat ihn halt auch nie interessiert, was ist mit seiner Tochter, sage ich mal. Oder Anführungsstrichen Stieftochter. Ja. Dann habe ich auch angefangen, so die Schule nicht mehr richtig zu machen, habe dann auch halt getrunken, habe angefangen halt zu kiffen und so. Als Reaktion darauf, dass er sich nur um sich selbst gekümmert hat und nicht um dich? Das kann ich gar nicht so genau sagen, ob das deswegen war. Also ich kann das bis heute nicht verstehen, weil ich würde das heute nicht mehr tun. Mhm, ja. Also du hast angefangen zu trinken und zu kiffen? Genau. Ja, und dann habe ich das irgendwann auch wieder nach einer Zeit nachgelassen, wie ich dann gemerkt habe, dass ich von der Schule geflogen bin. Ja. Dann hat er mich halt immer dafür verantwortlich gemacht, aber ihm war es egal, was mit mir ist. Hauptsache so, er kann sein Leben leben, was mit mir war, ist egal, wann ich nach Hause komme, was ich mache. Ist das so schlimm heute immer noch? Du bist jetzt 18? Ja, sehr schlimm, sehr schlimm. Also er hat mich jetzt ein paar Mal rausgeschmissen, schon Schloss ausgewechselt. Ihn interessiert das gar nicht, ob ich auf der Straße sitze und Essen habe oder Trinken habe. Ja. Also es ist sehr schlimm. Wie reagiert denn deine Mutter darauf? Meine Mutter lebt ja nicht mehr. Ach, ich habe es ganz falsch verstanden. Ich dachte, dein Vater, dein wirklicher Vater wäre gestorben. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt ist alles. Ja. Ja. Wenn du ihn so darauf ansprichst und ihm das vorhältst, wiegelt er dann ab? Ja. Ja. Also er kann, manchmal tut er dann wirklich einen auf nett und so, und wenn er dann auch irgendwie mal weggeht, dann fragt auch, ob ich was brauche, aber das ist irgendwie, glaube ich, nur mal ein Vorwand. Mhm. Entsteht da Zorn oder gar Hass auf ihn? Ja, also da ist es richtig schlimm, ja. Mhm. Also es ist Enttäuschung für mich, weil irgendwo ist es für mich mein Vater, sage ich mal. Ja. Aber es ist sehr schlimm. Also er kommt nach Hause, ich habe seit meinem 13. Lebensjahr zu Hause die Küche sauber gemacht. Ich habe die Wäsche zusammengelegt zum Beispiel. Er kommt nach Hause und ist irgendwas nicht richtig gemacht, wurde ich gleich angemacht dafür. Mhm. Also es war sehr schlimm. Das Schlimme ist ja daran, dass sich das dann offensichtlich auch nicht zu verändern scheint. Nee. Wenn das so viele Jahre schon so ist, dann... Gar nicht. Wie denkst du denn so deine Zukunft? Am liebsten so weit weg von dem wie irgend möglich? Ja. Da sind keine Gefühle mehr und keine Hoffnung, dass sich das noch verändert.
Nee, also ich habe immer wieder Hoffnung gehabt, aber jetzt, glaube ich, ist das endgültig, weil ich bin jetzt schon wieder bei meiner Freundin und so. Ist der denn dir gegenüber nur so oder anderen Leuten auch? Nee, anderen auch. Anderen auch. Das ist also ja, er ist wieder eine neue Freundin, der lässt alles an ihr aus, wirklich. Das ist denen echt so egal, wie es den Leuten dann in dem Moment geht. Also ein richtiger Ego-Typ. Ja. Wie ganz schlimm. Hat der mal irgendwann einmal richtig auf die Nase bekommen? Hast du es mal irgendwann mitbekommen? Wegen seiner egoistischen Verhaltensweise? Nee, eigentlich nicht. Also ich höre von vielen Freunden auch, dass er, dass, also ich höre auch mal auf, dein Vater braucht sich gar nicht wundern, dass die Frauen immer gehen. Mhm. Also ich sehe auch manchmal schon, versucht er dann schon Gutes zu tun, aber da braucht nur eine Kleinigkeit kommen und ja, ihm ist dann wieder alles egal. Wie ist denn das im Beruf bei ihm? Kannst du das beurteilen, ob er da auch so drauf ist? Nee, das weiß ich nicht. Der ist ja Baggerführer, also das weiß ich gar nicht. Nee. Kann man gar nicht sagen. Mhm. Nee. Ist schon sehr traurig sowas, ne? Ja, sehr, sehr traurig, sehr traurig. Ja. Mhm. Ich habe das aber gerade richtig verstanden, dass du dass du eigentlich wohnst du noch da bei ihm, ne? Ja, also ich habe da jetzt ein paar Mal gewohnt. Also ich kann das nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft ich da schon ausgezogen bin und rausgeschmissen worden bin. Mhm. Das kann ich nicht mehr. Was machst denn du von, hast du schon Beruf oder bist du noch Schülerin? Nee, ich bin ja vor 3 Jahren bin ich von der Schule geflogen, dann habe ich ab und zu mal gejobbt. Den Job aber auch nie richtig gehalten. Mhm. Das heißt, also wenn, aufgegeben. Das heißt, wenn du dich jetzt allein selbstständig machen würdest wollen, ist das alles auch ein bisschen schwierig finanziell, oder wie? Ja, also ich habe auch schon Schulden. Mhm. Somit ist das auch schon gekommen. Aber ich möchte ja was ändern. Ich möchte ja, dass das alles wieder für mein Leben besser wird. Ja, du müsstest sehen, dass du selbst auf die Füße kommst, ne? Genau. Das Wichtigste wäre natürlich, wenn du irgendwie einen guten Abschluss hättest oder eine gute Ausbildung machen würdest. Genau. Das habe ich auch schon versucht, eine Ausbildung zu finden, mit den Betrieben geredet, habe ihnen die Situation erklärt mit meinem Vater, wie das früher war, dass ich jetzt gerne alles ändern möchte. Mhm. Aber die verlangen halt alle heutzutage einen Abschluss, das ist sehr schwer, was zu finden. Ja, du müsstest wahrscheinlich den Weg andersrum gehen und zuerst einen Abschluss machen. Ja, nur da ich an Schleswig-Holstein gemeldet bin, da gibt es nur eine Schule. Mhm. Und die nehme ich nicht mehr, weil ich jetzt volljährig bin. Da war ich schon 2 Jahre lang auf der Warteliste. Ach so. Und nach Hamburg konnte ich mich nie melden, weil das Amt mir auch nie geholfen hat, irgendwie, dass ich mich ummelden kann oder nach Hamburg gehen kann. Verstehe, alles kompliziert. Ja. Aber du bist entschlossen, auf jeden Fall dich da nicht unterkriegen zu lassen? Nee, ich möchte das auf jeden Fall schaffen. Ich habe mich heute auch schon obdachlos gemeldet, damit die mir helfen mit einer Wohnung. Ja, ja. Ich merke auch so von der Art, wie du redest, dass du eigentlich, glaube ich, ein Typ bist, die den Dreh hoffentlich kriegt. Ja, das denken halt viele, aber manchmal innerlich sieht das dann doch ganz anders aus und dann verfällt man wieder in so eine Phase, wo man dann echt denkt, so, das ist sowieso alles vorbei oder hat sich erledigt. Ist natürlich fatal, mit 18 das zu denken, ne? Darf man nicht denken. Die Situation finde ich schon kompliziert bei dir, mit jetzt obdachlos und mit der Schule ist das alles nicht so, wie sein sollte, Elternhaus kaputt. Ich würde gerne mal, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Nicht aus psychologischen Gründen, sondern einfach, dass sie dir noch vielleicht ein paar handfeste Tipps gibt, wie du dich jetzt weiter gut verhalten solltest, um dein Leben besser in den Griff zu kriegen. Ja, Sandra. Dann, ja, das würde ich machen. Ja, dann legst du bitte auf und die Anja, die ruft dich jetzt gleich an. Das ist meine Psychologin, dann könnt ihr ein bisschen reden noch. Weiß sie denn Bescheid oder muss ich ihr gleich wieder alles erzählen? die weiß grob Bescheid. Okay. Liebe Sandra, alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, du tschüss. Jürgen. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir eine Minute, ungefähr 1,5 Minuten Musik und dann kommt das Fernsehen. Also Musik ab.
Meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind im Fernsehen wieder ein bisschen später und bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt, ich bin ein knallharter Egoist. Und ich möchte folglich mit solchen Leuten sprechen, die das ganz offen zugeben. Die sagen, ich bin ein knallharter Egoist, ich bin die Nummer eins in meinem Leben, es geht erstmal nur um mich, um meine Interessen, um meinen Spaß. Und dann erst kommen andere Leute, kommt die Familie, meine Freundin, mein Freund, mein Mann, meine Frau. Ich möchte gerne auch mit Leuten reden, die, ich sag mal so, Opfer von Egoisten sind, die vielleicht eben in der Partnerschaft einen Egoisten haben und sich immer unterordnen müssen und sich immer nach dem richten müssen. Immer wie er es will und immer geht es nur um seinen Kram und erst dann kommt ihr. Also, Thema, ich bin ein knallharter Egoist. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich glaube, die Welt wimmelt nur so von Egoisten. Wenn ich so in meinem Umfeld mich umschaue, wenn man die Leute sehr genau betrachtet, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Egoisten gibt. Also, ich bin gespannt auf das, was ihr mir zu erzählen habt und bin jetzt gespannt auf den Daniel, ob der das von sich auch sagt. Daniel ist 24 Jahre alt. Hallo Daniel. Hallo Domian. Du sagst von dir, ich bin ein knallharter Egoist? Nein, ich nicht. Also meine Freundin. Also ich bin Opfer sozusagen. Du bist Opfer. Ah ja. Deine Freundin, wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind 1,5 Jahre zusammen. Ja, ist sie in deinem Alter? Sie ist 22, ja. Also 2 Jahre jünger. Warum ist sie ein knallharter Egoist? Sie ist Egoistin im Bett. Ach, im Bett? Im Bett, genau. Was heißt das? Das heißt, es ging, am Anfang der Beziehung hat man ganz normalen Sex, einen guten Sex. Ja. Und nach einem halben Jahr ungefähr fing sie an, egoistisch zu werden. Mhm. Sie bekam ihren Orgasmus, ganz normal. Und da fingen sie an, sich umzudrehen und einzupennen, sage ich mal. Ach, das, was man immer sehr vielen Männern vorwirft. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Und kümmerte sich gar nicht weiter um dich? Mittlerweile nicht mehr so. Egal, ob du kommst oder nicht kommst, die Dame hat ihren Spaß, ihren Höhepunkt und Schluss, genau, und gute Nacht. Dann heißt es auch, ich bin jetzt so entspannt, jetzt möchte ich nicht mehr weitermachen, morgen muss ich ja früh aufstehen. Und dann will sie weiter schlafen. Und das ist fast immer so jetzt? Das ist mittlerweile, jetzt hat das überhand genommen. Da sagt sie immer zu mir, ich hätte ja 2 gesunde Hände, ich könnte es mir selber machen. Na toll. Na super. Ja, das finde ich nicht so toll. Ja, also. Jetzt im Klartext mal, wie verhältst du dich dann in der Situation? Also ja. Ich werde richtig zickig, wie eine Frau. Sind die Rollen für, ja, was heißt zickig? Also ich sage ihr schon, dass ich das auch gerne möchte, dass ich auch gerne kommen möchte. Ich möchte auch was davon haben, von diesem schönen Sex, ne? Mhm. Und dann sagt sie, ja, tut mir leid, aber ich bin jetzt so müde und gut, das sagt die einmal, sagt die zweimal. Was machst du denn dann, wenn du hängst da im Bett über ihr, an ihr und bist noch scharf wie Nachbars Lumpi und dann? Dann muss ich keinen beigeben und es vielleicht noch selber machen. Machst du das denn auch in ihrer Anwesenheit? Ja, mache ich dann. Da schläft sie aber auch schon links. Das ist ja auch völlig wurscht. Für mich ist das nicht wurscht. Nee, ich sag, ihr ist das völlig wurscht. Ist das, ich meine schon, ja. Sie sagt ja selber, ich soll es machen. Das ich glücklich werde. So. Das ist ja hart. Das heißt, die junge Frau kommt auch schnell zum Orgasmus. Die kommt ziemlich schnell, ja. Ja, schneller als du. Ja, also ich lege es darauf an, dass sie vor mir kommt. Das möchte ich schon, dass sie vor mir kommt. Weil sonst ist er auch unzufrieden, wenn das umgekehrt wäre. Na, ideal ist es ja, wenn das so timen könnte, dass es gleichzeitig ist, ne? Das kommt uns eher weniger vor. Ja. Mhm. So, finde ich eine sehr unbefriedigende Situation. Ja. Wäre ich auch sehr sauer auf meine Freundin. Mhm. Wie wirkt sich das so auf die Beziehung aus? Also in der Beziehung selbst ist das ein Nehmen und Geben. Also da ist keiner von uns egoistisch. Nur wenn es dann ins Bett geht, dann ist es anders. Was mich wundert, Daniel, wenn jemand im Bett so ist, hätte ich jetzt fast so aus dem Lameng gesagt, dann ist die irgendwie im Leben auch so, dass die eher so ein Ich-Mensch ist. Sie ist Einzelkind. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sie früher als Kind immer alles bekommen von ihren Eltern. Ja, aber dann müsste sie doch im Alltag auch so sein, dass sie immer erstmal so an sich denkt. Sie ist sehr, man muss sich sehr um sie kümmern. Sonst da haben wir's. Sonst wird sie sehr traurig, sag ich mal. Ach Gottchen, die Arme wird traurig. Ja. Ja, wie lange willst du das noch mitmachen? Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich kann sie vielleicht ein bisschen verstehen, weil sie, wie gesagt, Einzelkind ist. Ja, nee. Anders gewohnt ist. Nee. Ja. Keine Erklärung und keine Entschuldigung. Das macht man nicht, wenn man jemanden lieb hat und wenn man guten Sex hat, dann lässt man den nicht da alleine an sich rumbaggern zum Schluss. Aber niemals. Nee, das stimmt. Also, ich finde das richtig demütigend für dich, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Verletzend und demütigend. Mhm.
Das Problem hat sich mit der Zeit ja so eingeschlichen. Das war früher, war das ja nicht so. Kann das auch sein, dass du eher ein weicher Typ bist und das auch alles so mit dir machen lässt? Das höre ich schon öfters, ja. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, gerade solchen Menschen muss man Grenzen ziehen und zeigen. Also ich werde es dir immer recht machen, ne? Das ist mein Problem. Ja, ich muss immer recht machen. Ja, das ist aber genau falsch. Ich werde so ein bisschen ausgenutzt, merke ich. Ja. Und das hat natürlich zur Folge, dass du irgendwann so unzufrieden bist und gefrustet in der Beziehung hängst. Ja. Also ich meine, ich glaube, je älter man wird, aber so mit 24 geht das noch, kann man sich noch trainieren und sich verändern. Wenn du selbst das schon bemerkt hast, dass du so drauf bist, eher so ein bisschen devot, sage ich mal. Ja. Also in dem Sinn, dass du sie immer recht machen willst. Sei härter mit ihr und zeige ihr einfach Grenzen. Vielleicht wird die das sogar antören, vielleicht findet die das sogar gut. Vielleicht verachtet die letztendlich dich sogar, dass du das mit dir machen lässt. So funktionieren egoistische Menschen, dominante Menschen, die verachten das. Ich glaube auch schon, dass sie ein bisschen härteren Gang fährt vielleicht. Mhm. Das habe ich halt noch nicht ausprobiert. Probier's aus, gleich morgen. Das könnte sein, ja. ihr wohnt aber nicht zusammen, ne? Wir wohnen nicht zusammen, nein. Ja, Vorsicht, auch noch nicht so schnell. Gut. Und lass ihr nicht immer allen Willen durch. Ja, okay. Nimm die Kleine mal ein bisschen härter ran. Daniel, alles Liebe, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, danke. So, ihr Lieben, unser Thema heißt, ich bin ein knallharter Egoist. Erzählt mir, wenn ihr selbst Egoisten seid, Egomanen seid, Narzissten seid, wenn ihr euch nur selbst bespiegelt und euch super toll findet und meint, die Welt muss sich um euch drehen, weil ihr seid das Wichtigste und nicht irgendwelche anderen Menschen, Freunde oder Verwandte oder Partner. Und gerne möchte ich auch mit Leuten reden, so wie gerade mit dem Daniel, wenn ihr Opfer von Egoisten seid, wenn ihr Egoisten an der Backe habt und irgendwie nicht loswerden könnt. 0800 220 5050 oder die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Ulf. Hallo Ulf. Hallo. 37. Ja. Wo bist du da? Auf der Straße? So viel Krach im Hintergrund. Ja. Ich hatte gerade mit deinen Kollegen da schon gesprochen. Ja. Aber so schnell findet man keinen Parkplatz. Ja, ich hoffe, du sprichst mit einem Fahrer. Ja. Okay. Also, ja. Thema Egoismus bei uns. Ja, also ich habe ja nur ein Vierfamilienhaus. Was hast du? Und auch Vierfamilienhaus. Ein Vierfamilienhaus? Mhm. Ja, auch voll vermietet. Ja. Und jetzt am Montag habe ich eine Zwangsräumung. Mhm. Und bin ich irgendwo, muss ich sagen, knallhart. Mhm. Interessiert mich irgendwo gar nicht. Was ist denn der Hintergrund dieser Zwangsräumung? Ja, keine Mietzahlung und ja. Ich muss das Haus selber noch abzahlen, so jetzt stehe ich. Kann man besser reden, wenn du stehst, ne? Ja. Ist auch ein bisschen ruhiger im Hintergrund. Ja, aber sag mal, ist das Egoismus? Ich meine, wenn du keine Miete bezahlst, ist es doch dein gutes Recht zu sagen, raus mit dir. Ich bin ja der Meinung, dass ich immer nur nach meinem Kram und so wie ich das haben will und ich meine, irgendwo leben wir in einer Gesellschaft, wo gewisse Ordnung herrschen muss und... Sehe ich auch so. Würdest du denn so generell von dir sagen, dass du ein Egoist bist? Vielleicht mal ein bisschen übertrieben, muss ich so sagen, weil mich stört die Fliege an der Wand. Wenn da am Haus irgendwas ist oder so, dann bin ich immer gleich... Also ein pingeliger Hausbesitzer. Ja. Wir würden alle nicht so ganz gerne bei dir zur Miete wohnen, oder? Ja, vielleicht nicht, aber... Na gut, aber in diesem einen Fall ist es so, dass die keine Miete zahlen. Wie lange schon nicht? Also seit 3 Monaten jetzt. Die wohnen 6 Monate drin und haben 3 Monate nicht gezahlt. Ja. Kann man nach 3 Monaten jemanden schon rausschmeißen? Ich weiß nicht. Ist das juristisch möglich? Ich nehme jetzt das in Kauf, dass ich eine Gerichtsverhandlung kriege. Ja. Die wird mich ja anzeigen wegen der Räumung am Montag, mhm. weil ich ja keinen Gerichtstitel habe. Ich räume ja die Wohnung einfach so. Mit 4 Mann gehen wir da rein und räumen die Wohnung. Ach so, ja, das ist natürlich hart. Die hat zwar 2 Kleinkinder, aber... Das ist natürlich krass. Und die weiß ich noch... Die Gerichtsverhandlung hatte ich auch, da hatte ich eine Geldstrafe gekriegt und... Ich verstehe, so einer bist du. Der nimmt jetzt das Recht in die eigene Hand quasi. Ja, also wenn ich jetzt noch klagen soll und... Ne. Weiß, ist die vorgewarnt, die Frau? So ziemlich, ja. Ja. Ich hatte ihr die Kündigung geschickt, schon vor 6 Wochen. Ist das eine Familie oder eine Frau? Nee, Frau mit 2 Kleinkindern. Frau mit 2 Kindern, also kein Mann dabei? Nee. Und was ist ihre Begründung, warum sie die 3 Monate nicht bezahlt hat? Ich komme an die Frau nicht ran. Die redet mit mir nicht, macht mir nicht die Tür auf, geht nur über die Anwälte und... Mhm. Bin ich jetzt zwiegespalten? Also natürlich finde ich nicht richtig, dass du jetzt ohne rechtliche Handhabe da eingreifst. Das kann man nicht machen, finde ich. Gibt's gar keine Frage. Andererseits finde ich natürlich, kann ich auch verstehen, dass du da sauer bist und das ist dein Haus. Du kümmerst dich drum, du hast es gekauft, also hast du auch Recht, deine Miete zu bekommen. Das ist gar keine Frage. Ich zahle ja noch ab das Haus. Das ist ja das Problem. Ja. Ich bin ja monatlich auf dieses Geld angewiesen.
Aber wir sind schon in der Richtung Egoismus, glaube ich, gar nicht so falsch bei dir. Gibt es noch andere Beispiele, wo du selbst von dir sagst, naja, da geht es mir schon sehr um mich? Ja, alles, was um das Haus geht. Meine ganze Partnerschaft ist draufgegangen dabei. Ach so. Weil ich immer nur das Haus. Ach so. Ich habe einfach nur für das Haus. Ich habe gearbeitet. Ja. Wochenlang durchgearbeitet und auf Montage gewesen und Wochenenden gearbeitet und monatelang unterwegs, nur um Geld ranzukriegen für das Haus. Wie viel hat das Haus gekostet? 180.000 Euro. 180.000 Euro. Hast du alles selbst, also einen Großteil rangeholt? Ja. Aber es sind auch noch Schulden auf dem Haus. Sind noch jetzt 60.000, ja. Und du hast ja so in den Kopf gesetzt, ich will Hauseigentümer werden, Hausbesitzer, ja. Und ich will Vermieter sein. So, und daran ist die Beziehung kaputt gegangen? Ja. Die Frau hat da einfach nicht mitgespielt. Weil ich eben mal 3 Monate weg war oder so. Und du warst 3 Monate weg, weil du, ich sag's mal sehr böse, weil du so geldgeil warst, weil du einfach ran. Nur für das Haus. Alles für das Haus. Warum? Warum bist du so jeck auf das Haus? Ja, ich habe mir das immer schon mal vorgenommen. Gut, vielleicht hatte ich mich auch übernommen. 4-Familienhaus war vielleicht ein bisschen zu groß angesetzt, aber. Arbeitest du denn jetzt zusätzlich auch noch? Ich hatte das Problem gehabt mit meiner ganzen Verwandtschaft und alle haben immer nur gesagt, ich bin der Letzte, ich bin der Loser und ich krieg sowieso in meinem Leben nie was auf der Reihe und wahrscheinlich hat mich das ein bisschen getrieben und gesagt, so, euch zeige ich das allen mal. Verstehe. Wie lange hast du das Haus jetzt schon? 5 Jahre. Fünf Jahre. Aber meine Frage war gerade noch, ob du auch noch arbeitest oder lebst du von? Ja, ich fahre selber, ich fahre LKW. Achso, du fährst immer noch. Ja, ich bin bloß 2 Tage im Monat zu Hause. So, jetzt hast du dir da so ein Haus an den Hals gehängt. Deine Beziehung ist kaputt gegangen. Du hast Ärger immer wieder vielleicht mit den Leuten? Oder ist das jetzt ein Sonderfall mit dem Rauswerfen? Nee, ist nicht das erste Mal. Das heißt, du hast immer wieder Ärger. Vor 2 Jahren schon mal durch. Ist es das denn alles wert? Ja, ich weiß nicht, also ich... Irgendwo bin ich getrieben, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also. Wie du mir das jetzt erzählst. Ohne jetzt auch noch Einzelheiten zu wissen, würde ich sofort sagen, Ulf, nee, ist es nicht wert. Weil du verlierst ja mehr an und durch diese ganze Sache, als du gewonnen hast oder gewinnst. Du hast deine Partnerschaft verloren. Du hast deine Nerven ständig belastet mit irgendwelchem Kleinkram oder auch größeren Sachen. Und das geht dir wahrscheinlich nach bis in deine Träume rein, bis in den Schlaf. Dass du darüber nachdenkst, was mache ich jetzt wieder und hier und da und ist immer Thema. Ja, das ist so. 24 Stunden am Tag nur das Haus. Das ist doch bescheuert. Nein, ist doch bescheuert. Verscherbel das Ding. Dann hast du immer noch Geld übrig und kannst dir irgendwas Nettes machen. Wie lange ging das denn gut mit deiner Frau noch, als du das Haus schon hattest? Das war keine 6 Wochen. Wie bitte? Keine 6 Wochen? Die wollte von Anfang an das Haus nicht. Die wollte es nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte gesagt, wenn wir irgendwann mal so weit sind oder was, vielleicht ist es was Eigenes. Hätte ja nicht so ein großes. Mir war das eigentlich egal, was für ein Haus. Mhm. Ich hatte gesagt, wir wollen es ein Haus zulegen. Ja. Und nee, und da würde gar nichts mehr für uns bleiben. Und ich sage, natürlich sind das Entbehrung. Weil wenn ich das eine will, muss ich das andere mögen. Mhm. Wie lange warst du vorher mit der Frau zusammen? Oh, 7, 8 Jahre. 7, 8 Jahre. So, und dann kommt da so ein Drisshaus. Und 6 Wochen später verlässt die Frau die schon, weil die Faxen dicke hat. Weil die keinen Bock mehr hat. Nee, die war auch nicht irgendwo dazu zu bewegen, mal selber eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich war unterwegs und habe ihr gesagt, wenn irgendwas ist, entscheide das. Mhm. Egal, was danach kommt. Ja, aber die hatte wahrscheinlich... Die Verantwortung war ja einfach zu groß. Klar, ist eine große Verantwortung. Ist auch eine große Verantwortung. Und vor allen Dingen, wenn man das dann gar nicht will und da vielleicht auch gar kein Händchen für hat... Die wollte das ja genauso wie ich. Ach, die wollte es doch haben. Und dann eingezogen waren in das Haus und alles schön und gut war und dann ging das los mit den Mietverträgen und alles Mögliche. Mhm. Ich sagte, da müssen wir uns überall rechtlich absichern. Sag, das geht nicht einfach, wir setzen einen Zettel hin und die Leute ziehen ein. Ja. Sag, da müssen Steuern gezahlt werden, da muss alles Mögliche gezahlt werden. Und aber ich glaube ja, also ihr wohnt auch selbst, oder du wohnst auch selbst in dem Haus. Ja. Ich glaube, dass da schon vieles im Argen war vorher, wenn die dann nach 6 Wochen das Handtuch geworfen hat. Wahrscheinlich ging dir das auch die ganze Zeit schon auf die Nerven, wie du es gerade ja auch selbst gesagt hast, dass du immer so viel unterwegs warst und nur ans Geld gedacht hast und nur deinen Wunsch erfüllen wolltest. Und da sind wir beim Thema Egoismus, dein Wunsch war das Haus. Ja. Wäre das denn eine Überlegung für dich, das Haus wieder zu verkaufen? Nee, dafür habe ich schon zu viel verloren. Also.
Mann, oh Mann, bis zum bitteren Ende aber auch, ne? Also wirklich, das sind ja auch jetzt knapp 5 Jahre nochmal und je nachdem, wie das vermietet ist, das Haus, und danach richtet sich auch die Zahlung an die Bank. Und verstehe, aber dein ganzes Leben dreht sich um dieses Haus. Ja. Boah, das ist doch kein Leben, Ulf, du bist 37. Keine Sehnsuchten wieder nach einer Frau mal, nach einer Liebesgeschichte? Schon, aber wenn ich das so sehe, warum muss ich da so eine Beziehung beenden, so wie die letzte war, ich weiß es nicht. Also wir waren uns einig, wir kaufen uns ein Haus. Und sie hat selbst das Haus gesehen, bevor wir sie gekauft haben. Wir sind eingezogen. Mhm. Und alles schön und alles gut. Und dann habe ich ihr gesagt, du trägst aber mit Verantwortung für das Haus. Mhm. Und das wollte sie nicht. Mhm. Ja, ich sage, entweder sitzen wir beide in einem Boot oder nicht. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie sehr du sie vielleicht auch rübergezogen hast und sie gar keine Chance hatte, da die Jahre vorher großartig ihre eigene Meinung durchzusetzen. Kann man jetzt schwer beurteilen. Naja, wollen wir so sagen. Sie hatte immer so ein bisschen, naja, Angst jetzt nicht, aber ja. Also wenn es wollte nicht widersprechen. Wenn es ganz nach ihrem Willen gegangen wäre, hättet ihr vielleicht ein kleines Einfamilienhäuschen und alles wäre gut. Ja. Und dann wäre es auch gut. Würdest du sagen, du liebst deine Frau, dein Haus mehr als deine Frau? Nee, das nicht. Also mir hat das schon weh getan. Ich hatte damals mit dem Gedanken gespielt, was machst du jetzt? Das Haus gleich wieder verkaufen, mhm, oder? Mhm. Aber nachdem sie mir dann auch so zugesetzt hätte, das wird nie wieder so werden, wie das war. Und also Ulf, ich glaube, dass man sich von materiellen Dingen trennen sollte, wenn die einem zu sehr das Leben kaputt machen. Das ist es nicht wert. Wenn du irgendwann krank bist oder tot bist oder früh stirbst, weiß ich, oder wirklich krank bist, dann denkst du dir, wofür? Wofür? Für so ein Haus? Also gut. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, ist klar. Aber das wäre mir alles schon Hinweis genug, was dir da widerfahren ist. Dir soll es doch gut gehen. Und deinem Leben. Naja. Ulf, ich würde mich freuen, wenn du das Haus bald verkaufen würdest. Ich glaube nicht. Also, ja, aber sieh dich auf jeden Fall. Ich habe gesagt, aus dem Haus wäre ich rausgetragen. Ja, ist doch Wahnsinn. Man darf doch nicht so zäh und so verbittert an so Sachen rangehen. Da muss man sagen können, es ist nicht das Gelbe vom Ei und wir lassen es. Und sei vorsichtig, wenn du da Dinge tust, die nicht auf rechtlichem Boden stattfinden. Sei vorsichtig. Muss aber jetzt auch dazu sagen, jetzt, wo ich jetzt das Haus habe und im Grundbuch drinne bin, also ich hätte kein Problem, mir eine neue Partnerin zu suchen. Ja, wenn die das mitmacht, dein ganzes Theater da. Dann, die muss erst mal finden, ne? Es gibt zwei, die da sagen würden, die würden zu mir ziehen. Ich habe aber gleich von vornherein gesagt, wie das abläuft. Nämlich? Erst das Haus. Ja. Und dann kommt alles andere. So, was ist das für eine Einstellung? Keine Frau der Welt, keine vernünftige Frau der Welt kommt da zu dir. Wenn ich eine Frau wäre, käme ich auch nicht zu dir. Was ist denn das für eine Art? Das Haus zuerst und dann kommt die Frau. Lieber Ulf, ich habe dir meine Meinung gesagt. Du bist ein gestandener Kerl, du musst selbst was draus machen. Ich wünsche dir alles Gute für dein Leben. Ja. Vielleicht reden wir nochmal irgendwann. Ja, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, ich bin ein knallharter Egoist und ich möchte gerne mit Egoisten reden, mit knallharten Egoisten und mit Opfern von solchen. Hier ist Max und Max ist 18. Hallo Max. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Bist du ein Egoist? Ja, würde ich sagen. Warum? Weil ich bin heute Opfer deswegen geworden. Ich bin heute aus der Wohnung rausgeflogen von meiner Freundin. Weil du ein Egoist bist? Richtig. Und das hat alles schon vor, weil ich sag mal, ja, letztes Jahr im Februar, Anfang Februar angefangen. Ja. Da sind wir zusammengekommen. Ja. Bis dahin lief auch alles ganz in Ordnung, bis ihre Eltern mich kennengelernt haben. Mhm. Die haben mich gesehen und haben direkt ein rotes Tuch vor der Augen gehabt, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. Die konnten mich von Anfang an nicht leiden. Mhm. Und ja, und dann hat sich das halt alles zugespitzt und dann sind wir dieses Jahr im Anfang Februar sind wir zusammengezogen. Ja, aber irgendwo in eine fremde Wohnung, nicht in das Haus der Schwiegereltern. Nee. In ganz anderen Stadtteilen. Ja. Also ich bin aus meiner Stadt extra weggezogen. Ja. Für meine Freundin. Für deine Freundin. Dazu aber sagen, meine Freundin hat die komplette Miete bezahlt, meine Mutter hat nur Essen gekauft. Mhm. Und weil ich bin im Moment arbeitslos. Also die Freundin hat die komplette Miete bezahlt. Wie viel war das? Ja, das ist so ein spezielles Angebot. Das kostet, also die Miete kostet 220 Euro, glaube ich. Okay, und die Mama, deine Mama hat euer Essen gekauft. Genau. Mhm. Was hast du dazu beigetragen? Ja, Haushalt? Gar nichts. Gar nichts. Eigentlich.
Also ich habe auch ziemlich selten mitgeholfen im Haushalt. Mhm. Und hast du eine einen Abschluss? Auch nicht, aber ich bin jetzt da, also ich mache jetzt meinen Schulabschluss nach. Ich gehe jetzt auf die Schule und hole das alles nach. Also hast du die letzten Jahre nur so rumgehangen? Genau, also die letzten 2 Jahre auf jeden Fall, kann aber auch schon länger gewesen sein. So, kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, aber sagst trotzdem nochmal, sag du es, was wirft deine Freundin dir konkret vor? Ja, also meine Freundin hat mich indirekt ja gar nicht rausgeschmissen, die Eltern haben mich rausgeschmissen aus der Wohnung. Mhm. Weil meine Freundin hatte vor 2 Tagen irgendwann geklaut auf der Firma, weil wir hatten kein Toastbrot mehr und dann hat sie 50 Cent oder 1 Euro geklaut. Und dann wurde sie dabei halt erwischt und das war nicht das erste Mal. Also da, wo deine Freundin arbeitet, hat sie geklaut? Ja, genau. Mhm. Also die hat eine Arbeit? Ja, die macht eine Ausbildung. Eine Frage, diese Miete, hat deine Freundin das von ihrem Ausbildungsgeld bezahlt oder haben die Eltern sie auch noch unterstützt ein bisschen? Nee, gar nicht. Also sie hat das komplett von ihrem Ausbildungsgehalt bezahlt. So. Ja, und ich habe ja dann halt immer vorgeworfen, sie wird mir fremd gehen und... Was aber nicht stimmt. Nee, also, mittlerweile glaube ich es ihr sogar, weil wo ich jetzt wieder bei meinen Eltern für die Nacht jetzt bin, ist mir so einiges klar geworden. Und weil also, du hast da richtig bräsig wie die Made im Speck gesessen. Ja. Und hast dich rundrum bedienen lassen. Ja, eigentlich schon, ja. Und dem Mädel noch das Leben schwer gemacht, indem du ihr vorgehalten hast, sie würde fremdgehen. Ja, ich habe ihr auch aus dem Affekt 2-mal, glaube ich, eine gescheuert. Oh. Und da bin ich verdammt nochmal gar nicht stolz drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, das war dann immer so die Sicherung, die dann durchgeknallt ist. Mhm. Und weiß ich nicht. Und wie gesagt, hat mir jedes Mal direkt danach sofort leid getan. Und ich wollte das auch nicht. Dennoch ist es ein zweites Mal passiert. Genau. Und jetzt habe ich halt mit meiner Mutter vorhin geredet auch. Und dass ich versuche, eine Therapie zu machen. Gegen Aggression. Und gegen Drogen, weil ich ab und zu auch, oder kiffe, oder was heißt ab und zu eigentlich jeden Tag. Das auch noch. Wie finanzierst du das? Wenn ich Geld von meiner Mutter kriege oder meine Freundin gibt mir halt Geld. Ist ein ziemlich jämmerliches Bild, was du da abgibst. Als 18, ne? Als 18-jähriger Kerl müsstest du eigentlich mehr zustande kriegen. Ja, also im Moment weiß ich auch absolut gar nicht mehr weiter so, weil alles im Moment hat so keinen Sinn, wie es jetzt im Moment ist. Also ich muss ja sagen, ich finde gut, dass du rausgeworfen worden bist. Finde ich erstmal eine gute Sache, weil das geht so nicht weiter. Ich finde es gut für deine Freundin, ich finde es letztendlich aber auch gut für dich, weil ich die Hoffnung habe, du bist ja noch sehr jung, du bist 18 Jahre erst alt, dass du dich auch ändern wirst und dass du wachgerüttelt wirst durch die ganze Sache jetzt. Ja, also ändern tue ich mich auf jeden Fall. Also das hat mir heute definitiv die Augen geöffnet. Ja, wenn du jetzt schon mal sagst, dass du da mit einer Therapie anfangen willst, das ist ja schon mal ein toller Schritt. Und dass du das von dir aus auch willst, finde ich gut. Nee, weil, wie gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und also morgen oder heute, beziehungsweise treffe ich mich mit meiner Freundin nach der Arbeit. Und dann fahren wir zusammen, halt gucken, dass ich einen Job erstmal kriege, einen Nebenjob nach der Schule halt, dass sie halt sieht, dass ich mich schon mal bemühe. Das heißt, du versuchst irgendwie einen Schulabschluss nachzumachen, oder? Ja, genau. Das läuft aber auch schon im Moment, wenn du sagst, nach der Schule. Ja, genau. Nee, das läuft jetzt seit das Schuljahr angefangen hat. Ach so, also ganz, ganz frisch noch. Ja, genau. Hast du denn die Hoffnung, dass sich die Beziehung vielleicht doch wieder finden könnte, wenn deine Freundin merkt, der Max, der verändert auch was und der will sich verbessern? Ja, auf jeden Fall. Also sie sagt ja auch noch, sie liebt mich und ich habe auch immer vorher gesagt, also ich habe auch fast nie gesagt, ich liebe dich oder so zu ihr. Also ich habe halt immer nur meine Sachen gesehen, meine Fehler und... Ja, deine Interessen, ne? Ja, genau, halt alles das, was ich will. Aber was sie wollte nicht. Ich habe ihr verboten, zu ihren Eltern zu fahren. Sonst gibt's halt Stress und weiß ich nicht. Das sind so Sachen, die wo ich jetzt im Nachhinein drüber denke, das muss nicht sein. Nee, wirklich nicht. Und das ist auch ein gutes Beispiel, umgekehrt, so wie was Daniel vorhin erzählt hat. Deine Freundin war viel zu gutmütig mit dir. Ja, genau. Ne? Genau. Also die ist mir richtig in den Hintern gekrochen. Ja. Und das ist genau der Fehler gewesen. Also wenn man an einen egoistischen Menschen gerät, ist das das Falscheste, was man tun kann, dass man versucht, es dem recht zu machen. Sondern man muss dem etwas entgegensetzen. Man muss dem Grenzen aufzeigen. Ja, und das hat sie heute auf jeden Fall gemacht. Im Endeffekt, klar,
Im Erst fand ich es total scheiße, aber hinterher bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil das hat mir jetzt nochmal so einen Anstoß gegeben, darüber wirklich nachzudenken, was ich alles falsch gemacht habe. So, Schule läuft schon. Ja. Therapie willst du anfangen. Ja. Job suchst du. Genau, also so, da fange ich morgen direkt mit an, und weil sie soll auch dabei sein, damit sie halt direkt sieht, dass ich mich bemühe. Wo wohnst du denn? Jetzt im Moment wohnst du bei deiner Mutter wieder, bei deinen Eltern? Ja. Und genau. Das soll auch erstmal so bleiben? Nee, also wir haben jetzt vor, also das ist jetzt erstmal nur für diese Nacht. Ach so. Und morgen gucken wir halt nochmal, also wir wollten uns heute eigentlich zusammensetzen, weil das halt die ganzen Tage davor wegen dem Clown schon Stress gab und so. Ja. Und dann wollten wir uns eigentlich heute schon zusammensetzen. Mhm. Ja, und dann kam der ganze Stress mit ihren Eltern, die bei uns vor der Tür standen und gewartet haben und so. Und ja, und dann kamen wir da halt nicht zu. Dann hatten wir nur noch 2 Stunden Zeit oder so und so. Und also so es kann durchaus sein, dass du in den nächsten Tagen wieder in der Wohnung bist. Ja, denke ich. Also ich hoffe es. Ich hoffe, ja. Vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn du gleich wieder reinkommst. Weil die Gefahr, dass du in deinen alten Trott wieder zurückfällst, ist natürlich groß. Ja, ja, klar. Hat denn eigentlich deine Freundin, das habe ich gerade gar nicht richtig verstanden, hat die geklaut, das bisschen Geld, weil ihr nicht genug Geld hattet zum Leben? Ja, ja, also wie gesagt, meine Mutter geht einmal eine Woche einkaufen. Ja. Für, ich sag mal, für mindestens 80 Euro. Ja. Und das sollte ja so für eine Woche für 2 Leute reichen. Na, aber hallo. Und, ja, und wir, dann war das Toastbrot alle. Mhm. Ja, und dann, weil meine Freundin muss morgens was essen vor der Arbeit. Also ich verstehe, letztendlich kann man sagen, du bist auch mit schuld, dass sie das gemacht hat. Weil du keine Kohle ranträgst. Ja, genau. Und das habe ich vorher auch nicht gesehen. Ich habe auch gesagt, das ist halt nicht meine Schuld. Mhm. Und so, Max, jetzt musst du aber wirklich alles knallhart durchziehen, was du dir vorgenommen hast. Ja, und so, und dann kannst du wirklich aus den Fehlern lernen. Und erheb nie wieder die Hand gegen deine Freundin. Nee, also dass sie dir das zweimal vergeben hat, da kannst du schon von größtem Glück reden. Manch ein Mädel hätte dich wirklich in den Wind geschossen danach, weißt du? Ja, klar. Und wie gesagt, ich will das auch nicht mehr, dass das nochmal passiert. So, weil ich habe ja auch gesagt, die Auflage ist, sie soll morgen auf der Arbeit, und sie hat ihren Job halt noch, sie hat ihn noch, den Job in der Firma. Und ich habe ihr gesagt, sie soll morgen, weil wir keinen Computer haben, sollte halt einen Zettel schreiben, wo halt draufsteht, dass ich bei der nächsten Kleinigkeit, dass sie die Polizei anrufen kann. Gut. Oder halt, dass sie mich sofort nach Hause bringen kann oder mich abholen lassen kann oder so. Und das will ich ja auch unterschreiben lassen. So, oder und, ich würde ganz gerne so, sagen wir mal, so in 3-4 Monaten mit dir nochmal reden. Mhm. Meldest du dich bei uns über Mail? Sagst, ja, kann ich machen. Ja, sofern das irgendwie dann möglich ist, zu mailen. Ja, dann gehe ich ins Internetcafé. Genau, und dann würde ich gerne mit dir reden, und dann reden wir mal über die Ergebnisse deiner ganzen Vorhaben. Okay? Okay, also Ende Dezember, Anfang Januar. Ein bisschen später, im Februar, sagen wir mal Februar, geben wir dir mal ein bisschen Zeit. Okay. Okay? Alles klar, ich wollte fragen, ob ich noch 2 Autogramme haben kann. Ja, dann leg bitte auf und wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Ja gut, okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ich bin ein knallharter Egoist. Unser Thema heute Nacht, und ich möchte mit Egoisten sprechen und mit Opfern von Egoisten. Hier ist Rosi. Rosi ist 49 Jahre alt. Hallo Rosi. Hallo Domian. Ja, ein Egoist oder ein Opfer? Ein Opfer, würde ich sagen. Erzähl. Ein Opfer meiner Tochter. Erzähl. Meine Tochter ist 16, Pubertät ist klar, ist nicht ganz einfach, aber dennoch könnte sie sich anders verhalten, als wie sie sich jetzt verhält. Wie verhält sie sich denn? Bei ihr geht alles. Sie meint manchmal, die ganze Welt dreht sich nur um sich. Um sie? Um die Maria. Um die Tochter, genau. Ja. Ist es dein einziges Kind? Nee, ich habe noch einen 28-jährigen Sohn, aber der ist schon raus. Der ist schon raus. Also ihr beiden hängt so zusammen. Bist du alleinerziehende Mutter oder gibt es auch einen Vater? Ich bin alleinerziehende Mutter, habe aber einen Freund, der ist nicht jeden Tag hier. Aber das ist ja Nebensache. Das ist Nebensache, ja. Sag mal so ein paar Beispiele, wo die Kleine sich so richtig wie eine Prinzessin aufführt. Beispiele? Ich glaube, ich würde deine Sendung sprengen. Na, sag mal 3, 4, 5. Reicht mir schon mal. Ja, 3, 4, 5. Zum Beispiel, wir gehen abends ins Bett. Da wird, die steht hier in der Wohnungstür, in der Wohnzimmertür. Die wartet, bis ich aufstehe und die ins Bett bringe mit 16. Ach, da musst du, die 16-jährige Dame... Muss ich sie ins Bett bringen, Küsschen geben, mache ich gerne. Ja. Und am Bett wird nochmal besprochen, was morgen, also nächsten Tag angesagt ist. Gemeinsam,
Frühstück vorbereiten, Tisch decken und alles drum und dran. Wir machen es uns dann immer schön gemütlich. Und da möchte ich aber nicht, dass ich ihr Hausbutler bin. Mhm. Sie schläft bis in die Puppen, wenn sie aufsteht, das Frühstück ist fertig. Sie ist 16, sie kann auch was tun. Frage ich mich natürlich gleich, warum machst du ihr das Frühstück? Ich bin eine Mutter. Ja, das ist doch kein Argument. Vor allen Dingen, die würde ohne Frühstück rausgehen und das dulde ich nicht. Lass sie doch, die ist 16 Jahre alt. Wenn die Hunger hat, dann isst die schon was. Ja, aber da haben wir es doch schon, da bist du doch mit Schuld dran. Nicht? Die ist 16, die ist nicht 6. Mit 6 ja, muss ein Auge... Ja, ist richtig. Da, wenn du dich da ausgenutzt fühlst, also du sagst, ich will nicht der Butler sein von meiner kleinen großen Tochter ja. Und ihr das Frühstück dann noch immer alles hinzaubern, so wie sie das will, und wahrscheinlich schimpft sie auch noch, wenn es nicht richtig so ist, wie sie es möchte. Nein, schimpfen tut sie nicht. Das tut sie nicht. Es ist nur eins, sie ist die ganze Woche im Internat. Ja. Ja, die kommt Freitagnachmittag nach Hause, so wie heute Nachmittag kommt sie nach Hause. Ja. Abendbrot macht sie sich dann selber nach Bedarf, wenn sie Hunger hat oder nicht. Mhm. Ich weiß ja nicht, was sie unterwegs oder im Internat gegessen hat. Ja. Und Frühstück ist morgen wieder, also Samstag, angesagt, dass wir das gemeinsam vorbereiten. Ja, aber gerade am Anfang hast du dich ja darüber beschwert, dass das so ist. Ja, ich beschwere mich auch heute noch so, weil sie es nicht mitmacht. Ja, dann ist eben mein Argument, dann würde ich überhaupt nichts machen. Dann würde ich frühstücken, du bist früher auf als sie, und dann soll sie mal sehen, und daraus auch lernen, wenn du ein bisschen härter bist. Aber sag noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel mit dem Wäschewaschen. Ich hatte einen Schlaganfall vergangenes Jahr. Oh, ja. Einen leichten. Ja. Ich bin am Arm linksseitig noch ein bisschen gehandicapt, ne? Ja. Und ich wohne Erdgeschoss, Keller ist unser Waschraum, Waschmaschine und so. Da sage ich schon mal, Maria, bring mir eben mal das Zeug runter, also mit Wäsche tragen, den Korb runtertragen. Ja. Weil sie ihre Wäsche ja aus dem Internat mitbringt, die mache ich dann am Wochenende hier zu Hause. Ja. Mama, Alexandra war da, kann ich eben jetzt rübergehen? Die Maria hat nur 3 Fragen, wenn die nach Hause kommt. Darf ich, kann ich, kriege ich. Wer ist Alexandra? Ihre Freundin da drüben. Ihre Freundin, achso. Bei uns um die Ecke. Das heißt also, die bringt ja nicht mehr die Wäsche runter, damit du sie unten waschen kannst. Nee. Das macht sie nicht. Obwohl sie weiß. Ihren Koffer, den sie mitbringt, ihren Rollkoffer, stellt sie in den Korridor. Mama, kümmere dich. Und wenn ich es nicht mache, geht die mit derselben Klamotten, die sie im Koffer liegen hat, am Sonntagabend wieder ins Internat. Würde ich sie auch gehen lassen? Was meinst du, wie schnell die das lernt, dass das nicht so geht? Wenn sie mit ihren Stimmen. Was meinst du, was das aufs Internat auf mich zurückfällt? Das fällt auf die Mutter zurück. Das wäre mir auch egal. Das wäre mir nicht egal. Ach Mensch, wenn die da, ich glaube, dass die sich ganz, ganz schnell am Riemen reißt, weil mit 16 will man doch schick sein, will man sauber sein, will man toll aussehen. Und wenn sie immer ihren alten Stinkklamotten wieder zurück. Sie achten ja auf ihr Aussehen, wenn ich's mache. Ja, aber die würde auch darauf achten, wenn die Mama das nicht mehr machen würde. Noch ein anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Gut, wir gehen in eine Stadt. Können wir auch sehr selten machen, weil wir Hartz IV. Ja. Dann gehen wir bummeln. Ja. Dann will sie meistens nach C&A oder dann wegen ihrer CDs da. Und wir haben wenig Geld einstecken, sehr, sehr wenig. Mama, ich will CD von Linkin Park. Ich sage, guck erstmal auf den Preis, was die kostet. Ja. Dann versuche ich natürlich, die mit dem Preis runter, dass die günstig sind. Nee, die habe ich schon. Ich sage, teure können wir uns nicht leisten, die neueste können wir uns noch nicht leisten, Maria. Ja. Und dann stinkt sie den ganzen Tag rum mit mir. Ja. Hauptsache du, ich nicht. Hauptsache du. Sagt sie auch noch? Ja. Sagt sie dann noch? Wie kommt das eigentlich? Ich stelle mir vor, weil ich Raucherin bin. Weil ich meine Zigaretten kaufe und sie kriegt angeblich nicht nur das meiste, was sie ja kriegt, hat sie ja von mir. Ja. Wie kommt das eigentlich, dass sie auf einem Internat ist und nicht ganz normal bei dir wohnt? Ich habe das damals zu spät. Ich war früher Alkoholikerin, schwer alkoholisch. Und mit meinem Einverständnis und mit Mitarbeit vom Jugendamt. Ja. Ab 5. Klasse ist sie dann ins Internat gegangen. Ach so, so lange schon. Ja. Und kommt immer. Aber sie ist dann jedes Wochenende in den Ferien und Feiertage ist sie zu Hause. Ja. Macht sie dir das zum Vorwurf, dass sie auf dem Internat ist, oder fühlt sie sich da ganz wohl? Das hat sie anfangs gemacht. Ja. Mittlerweile ist es so weit, dass sie da oben auch das Abi machen will. Ah ja. Die will nach der 10. Klasse, kommt jetzt ist in die 10. Klasse, will dann die 13. aufs Gymnasium machen und dann Abi da oben. Ja. Also, weißt du, ich habe so ein kleines Bild von deiner Tochter. Ich kann sie mir so ein bisschen vorstellen. Aber ich kann mir gut deinen Person auch vorstellen. Du bist die Mama, du bist auch ganz verrückt auf deine Tochter, verständlicherweise. Ja. Du schimpfst, weil sie zu egoistisch ist, aber du bist auch zu locker mit ihr.
Ich finde auch hier wieder den Punkt, dass du ihr Grenzen aufziehen musst. Mit 16 Jahren ist die fast erwachsen, Mensch. Und da kann die ihre Mutter, die einen Schlaganfall hatte, wenn es auch ein leichter war, ist völlig egal. Da muss sie ihr mit zur Hand gehen. Da muss sie ihr helfen. Und mit 16 Jahren kann sie ihren Hintern auch mal ein bisschen hochkriegen und vielleicht irgendeinen kleinen Job annehmen, um sich auch immer selbst ihre CDs zu kaufen. Das will sie ja machen ab nächstes Jahr. Und den Job hat sie schon, der ist 100% Ferienjob so. Na gut, ist ja schon mal ein Anfang. Ist schon nächstes Jahr geht sie privat in eine Familie rein und macht ja Homeshopping oder so Hundesitting oder die haben da drüben nicht. Ja, aber so im Haushalt und in der Wohnung würde ich einfach, du musst ja nicht brutal hart mit der sein. Du sollst ihr nur ein bisschen, damit die weiß ja, das kann ich mit der Mama machen. Du musst dir einfach ein bisschen mehr was entgegensetzen. Ja, vor allen Dingen, was meinst du, wenn ich das mache? Ja. Ich habe ihr schon oft gesagt, Maria, machst du deins, wenn ich das nicht sage, dass die ihr Zimmer mal machen soll? Mhm. Zum Beispiel Staubwischen, Staubsaugen. Ach, das macht sie auch nicht. Die macht nichts. Mhm. Und wenn ich ihr was sage und sage, mach den Fernseher aus, das soll dann die Strafe sein, ne? Mhm. Dann macht die den Fernseher aus, legt sich aufs Bett und liest den ganzen Tag. Mhm. Mhm. Okay. Oder setzt sich bei mir rein, hier ins Wohnzimmer. Weil ich ja am Fernsehen guckt sie eben bei mir mit. Ja, okay. Da würde ich sie versuchen, an den Stellen zu treffen, wo es ihr weh tut und wo sie dann wirklich selbst irgendetwas unternehmen muss. Stichwort Wäsche. Die Wäsche, das würde mir unter den Finger britzeln, ihr dazu zu sagen, wo es lang geht. Außerdem musst du ihr das auch wirklich auch klar machen, dass du eine kranke Frau bist. Und wenn du einmal das muss man ihr noch klarer machen und sie soll glücklich sein, dass ihre Mama noch lebt. Ja. Dass sie hat. Also ein bisschen strenger sein, Rosi, ein bisschen strenger. Habe mein Kind alleine erzogen, 16 Jahre lang. Ist schon klar, aber weißt du was? Dran bis zum Abwägen. Völlig klar. Aber weißt du was? Dass du letztendlich Gutes für dein Kind tust, wenn du etwas strenger mit ihm bist. Naja. Letztendlich tust du deinem Kind gut und irgendwann wird die vielleicht mal sagen, gut Mama, dass du es mir damals doch eher so hart klar gemacht hast. Meine Liebe. Bügeln habe ich sie ja schon mal hingebracht. Sie bügelt jetzt ihre Wäsche alleine. Siehst du, das ist doch schon mal auch. Obwohl, dass ich auch Bügelwäsche meinerseits habe. Mhm. Die sortiert aus. Ja, ihre Wäsche macht sie. Ja, meine nicht, die legt sie beiseite. Ja, so ist sie, ne? Ja. Ja. Also. Ist das echt AA? Ja, also, liebe Rosi, wie gesagt, ein bisschen härtere Gangart. Ich werde es versuchen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja, ein bisschen schafft man das schon. Mhm. Alles Gute. Alles klar, danke, Tschüss. Weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio oder im Fernsehen, WDR Fernsehen 1 live Radio. Unser Thema heute Nacht, ich bin ein knallharter Egoist. Conny, 29, hallo. Hallo. Hallo Conny. Das klingt so, als wärst du kein Egoist, oder? Doch. Also gemessen an dem, was ich gemacht habe, schon. Also ich bin kein knallharter Egoist, aber ich bin auf jeden Fall ein Egoist, der darunter leidet, sagen wir es mal so. Achso, der unter sich selbst leidet. Ja, genau. Ich verstehe. Erzähl, warum? Ich hab eine Freundin gehabt. Wir kannten uns so circa 15 Jahre. Mhm. Und so vor einem guten Jahr habe ich mich dann dummerweise in ihren Ex-Freund verliebt und er sich in mich und das ging dann ungefähr ein halbes Jahr gut. Aber es war, ich unterbreche ihn, es war der Ex-Freund, nicht ihr Freund. Ja, es war der Ex-Freund. Das ist dann ja weniger schlimm. Naja, also es war ihre erste große Liebe, wenn ich das so einschätzen darf und ich wusste mehr oder weniger alles. Mhm. Ich wusste, dass sie noch an ihm hängt und die haben auch ein Kind zusammen. Ach so. Naja, wir waren halt wirklich ziemlich gut befreundet, also dann zumindest zum Schluss. Du und der Mann? Nein. Du also und das Mädel und die Frau? Ja, genau. Mhm, also wir haben zusammen das Abitur gemacht und dann, es war halt mehr oder weniger ihre erste große Liebe, denke ich, dass ich das so sagen kann. Okay, dann hast du dich, ist da was gelaufen zwischen dir und ihrem Ex? Ist da lange was gelaufen? Ne, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Halbes Jahr? Heimlich oder wusste deine Freundin davon? Die wusste das. Also bevor da überhaupt irgendwas war, habe ich ihr das gesagt. Mhm. Also ich habe schon, bevor überhaupt irgendwas war, ein reichlich schlechtes Gewissen ihr gegenüber gehabt. Und das Problem war, dass ich ihn
auch eben halt kannte. Also ich kannte ihn von Anfang an, weil wir hatten ja Kontakt die ganzen Jahre zusammen. Ja. Ist dieses Thema, dieses Beispiel, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist das so dass der Beweis für dich, dass du ein Egoist bist oder gibt es noch andere Punkte? Naja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gemacht habe, was mir sozusagen für mich als das Richtige erschien, wo ich quasi mal meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse von anderen gestellt habe. Also ich bin sonst eigentlich nicht so, das ist das Problem. Und ich bereue dieses halbe Jahr, bereue ich überhaupt gar nicht. Das war das Schönste meines Lebens, aber es tut mir halt unendlich leid wegen dieser Freundin, weil ich weiß, wie sehr ich ihr wehgetan habe. Ist die Freundschaft dadurch kaputt gegangen? Ja, natürlich. Natürlich. So kaputt, dass ihr gar keinen Kontakt mehr habt miteinander? Ja, genau. Und warum hat dann diese Beziehung zu diesem Mann nur ein halbes Jahr gehalten? Das würde wahrscheinlich noch eine weitere Sendung von dir sprengen. Also sagen wir mal, weil er wahrscheinlich auch ein Egoist ist. Also es hat einfach nicht geklappt zwischen euch beiden. Ja, da waren halt mehrere Punkte, die nicht vereinbar waren, sagen wir es mal so. Du hast es ja relativ früh deiner Freundin gesagt. Ja, es ist halt so gewesen, dass ich ihn halt, wie gesagt, schon, sagen wir mal, so 4 Jahre kannte, ja, so vom Sehen und so. Wir wohnen halt in einer Stadt und hinher, wir haben uns immer mal auf irgendwelchen Partys und in Discos und so weiter getroffen. Und er war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur der Freund Ex-Freund meiner Freundin. Ja, aber du kanntest ihn ja wahrscheinlich auch schon gut aus der Zeit, als er noch der Freund deiner Freundin war. Nee, gut in dem Sinn nicht. Also halt so, wie man halt jemanden kennt, jemanden bekannt halt. Also habt ihr zu dritt früher nicht viel zusammen gemacht? Nein, das ich habe immer nur mit ihr was gemacht. Wir hatten 2 getrennte Freundeskreise. Verstehe. Aber was ich gerade eigentlich fragen wollte, war, als du deiner Freundin das gesagt hast, hier, ich habe Gefühle für deinen Ex, wie hat die denn da im ersten Moment drauf reagiert? War die sofort stinkesauer? Ne, sie war verletzt, dann war sie stinkesauer, dann war sie nochmal verletzt und jetzt ist sie halt richtig stinkesauer auf mich. Gab es da einen Moment, als du gemerkt hast, wie sauer sie war und wie verletzt sie war, dass du dachtest, nee, ich kann das doch nicht, ich kann ihr das nicht antun, so egoistisch kann ich nicht sein? Ja, ja, sicher, aber das ist dann alles ein bisschen unglücklich gelaufen, weil sie hat mir das nicht... Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es, wenn das ihr Freund, ihr aktueller Freund gewesen wäre, dann wäre das unglaublich der Fall. Aber es war ja, würde ich auch niemals machen. Ja, aber es war immerhin der Ex und du hast es auch frühzeitig gesagt. Das mildert das Ganze, finde ich. Aber es gibt mehrere Leute in meinem Umkreis, die mir sehr viel bedeuten, die der Meinung sind, dass es eine bestimmte moralische Grenze gibt, die man als Freundin nicht überschreiten darf. Ja, bezogen darauf, wenn es ihr noch Freund gewesen wäre damals. Aber haben das Kind zusammen. Sie haben das Kind zusammen und sie hing immer noch an ihm, sagst du. Ja. Ich habe ja mit ihr darüber geredet, das ist ja das Problem an der ganzen Sache gewesen. Ich wusste das quasi und ich habe mich halt dummerweise in ihn verliebt. Also ich habe ihn halt irgendwann mal Die Freundschaft, die Loyalität zu deiner Freundin war da an zweiter Stelle, da an erster Stelle war halt das Verliebtsein, ne? So kann man sagen. Dennoch bereust du das nicht, ne? Dass du es gemacht hast. 50-50. Würdest du es nochmal machen, wenn du in einer solchen Situation wärst? Ich sag, also aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe dieses Jahr, kann ich einfach nur sagen, sage niemals nie. Das ist einfach so. Natürlich. Wobei man natürlich immer abwägen muss, eine gute Freundschaft ist super viel wert. Eine gute Freundschaft ist bisweilen viel wertvoller als eine Verliebtheit oder eine Liebe, die vergehen oder verrauschen. Eine gute Freundschaft kann man durchs ganze Leben behalten. Naja, aber du wirst irgendwie für dich die Schlüsse daraus ziehen. Wir müssen leider jetzt Schluss machen. Ja. Liebe Conny, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss.